Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich eine sehr elementare, wichtige Frage an euch, denn es geht um die Community Base. Ja, ich liebe dieses Spiel. Subnautica ist ein fantastisches Spiel mit unglaublich vielen Möglichkeiten und ach, alles mögliche. Das ist mittlerweile so umfangreich geworden, dass man eigentlich tausende Videos machen kann. Kein Problem. Mein Problem ist momentan die Kupferfindung. Und wie viele von euch wissen, gibt es ja die Community Base. Die wird ja gerade behagelt von mir mit Schildern. Ich habe heute, oder besser gesagt gestern, ein Video aufgenommen, das wurde heute veröffentlicht, wo ich dann nochmal darauf hinweise, dass ihr jetzt in diesem Video, also im letzten Video, hinweisen sollt, ich habe euch vergessen. Es sind jetzt, ich muss mal kurz lesen, wartet, ich gucke auf den rechten Monitor, 90 Kommentare und das ist doch schon ein ganz schöner Haufen. Ich schaffe nicht, so viel Kupfer zu finden. Und da möchte ich euch jetzt gerne darum fragen, also ich möchte bitten, ob ich Cheats benutzen darf. Ich würde im Gegenzug dazu anbieten, einmal Luft zu holen, damit ich nicht ersticke, während ich das erzähle. Wartet. So. Ich würde euch im Gegenzug dazu anbieten, euch zu zeigen, wie die Cheats bei Subnautica funktionieren und mich rasieren am nächsten Tag, weil ich sehe wieder aus wie ein Parkpenner. Ihr seht das gerade. Der sprießt aber auch. Das ist ganz furchtbar. Warum wächst dieser Bart? Warum wächst der wie die Hölle? Ich weiß es nicht. Gut, ja. Ich hätte die Möglichkeit. Ich werde es jetzt nicht tun. Es ist jetzt die Frage, weil ich werde keinen Speicherstand machen. Ich werde das nicht speichern. Ihr entscheidet jetzt nur halt mit, ob ich das machen darf. Denn wenn ihr sagt nee, wenn ich die Mehrzahl sehe, die sagt nein, dann lasse ich das komplett sein und es gibt keinen Cheat und ich werde mir dieses Kupfer selber so besorgen. Was aber sehr schwer ist, denn boah, bei den ganzen Nachrichten da alle an der Wand zu bekommen, wird echt hardcore, ne? Gut, was ist der Cheat? Items, also Spawn Item Copper heißt der Cheat. Das ist eigentlich ganz simpel gemacht. Wie die Cheats selber funktionieren, zeige ich euch jetzt mal. Ich möchte aber dennoch gleich nochmal eine Sache mit euch erledigen. Das ist zum Beispiel nochmal zu dem Wrack fahren. Das ist dieses große Wrack, wo wir diesen Bilderrahmen gescannt haben. Da soll auch ein LED-Stab liegen. Wurde mir heute in den Kommentaren geschrieben. Ihr merkt schon, ich bin total Bammel heute. Ist Samstagabend. Ne? Ich habe gerade schon zwei Bier getrunken. Entschuldigung. Bier ist ungesund. Und, ja, da ist ein LED-Stab, der lag direkt neben mir und ich habe den nicht gesehen. Ja, den wollen wir uns heute noch holen. Aber erstmal möchten wir diesen Cheat durchgehen. Es ist so eine Sache, ich hasse Cheaten wie die Pest. Deswegen möchte ich das gerne... Was war das denn jetzt? Deswegen möchte ich gerne noch diese Videofrage stellen, ob ihr damit einverstanden wärt, wenn ich mir dieses Kupfer halt erschiete, um diese ganzen Plaketten noch hinzubekommen. Es sind mindestens 30 Plaketten, 40 Plaketten. Und wir brauchen zweimal Kupfer pro Name. Das heißt also, dass ich noch ungefähr mal 80 Kupfer finden müsste. Das ist eine nicht überwindliche Arbeit in Subnautica. Und ich habe das bis jetzt tatsächlich, ohne Lügen, ich schwöre bei meinem Bart, dass ich das alles bis jetzt ohne Cheaten gemacht habe. Cheaten selber habe ich gerade erstmal gegoogelt. Wir müssen zum Cheaten jetzt erstmal die Taste F3 drücken. Da seht ihr da oben Disable Console. Die Konsole ist ja das Cheat-Eingabemenü. Wir können ja gar nichts machen, weil ihr seht, ich bewege meinen Charakter und nicht den Mauszeiger. Dafür können wir zum Beispiel im Menü gehen und haben dann den Mauszeiger. Und dann können wir hier oben drauf drücken. Dann passiert nämlich gar nichts. Und das ist das Schwierige. Das habe ich ja nie gewusst. Jetzt habe ich das so lange rumprobiert, damit ich das mit dem Kupfer hinbekomme, dass ich das hinbekomme. Jetzt als Tipp für euch auch, ne? Also die Cheat-Konsole könnt ihr euch ja auch im... ihr müsst mal Google nur eingeben, Subnautica Sheets, ne? Da könnt ihr Deutsch oder Englisch eingeben. Dann kriegt ihr die... In Englisch kann man sie genauso gut eingeben wie in Deutsch. Und da weiß man es ja auch ganz einfach, was man da eingeben muss. Jetzt kommt der Trick. Neben Alt, also wir haben die Leertaste, sehe ich gerade bei mir, Alt, und dann haben wir diese Windows-Taste. Da kommen wir immer in diesen Fenster rein. Da seht ihr jetzt so mein Windows-Fenster, meine Facecam geht weg und jetzt kann ich aber draufklicken. Jetzt komme ich da oben drauf und disable diese Konsole. Jetzt ist sie natürlich disabled und jetzt kann ich sie nicht benutzen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Also muss ich nochmal auf diese Windows-Taste drücken und dann die enablen. Die Konsole. Jetzt habe ich sie enabled. Ne? Ich glaube, das heißt sogar enabled. Mein Gott, sieht mein Bart furchtbar aus.
Ich bin kein Bartmensch, muss ich sagen. Also er kitzelt mich aber auch. Furchtbar. Gut, ja, Konsole ist jetzt, enabled, weil der Haken ist ja raus und wir drücken mal auf F3, dann geht dieser Mist auch wieder weg. Wir können, jetzt habe ich aus Versehen ESC gedrückt. Und wir können jetzt mit Leertaste mal Luft holen gehen. Entschuldigung. Ich bin mal wieder so professionell, dass ich wieder unprofessionell bin. Außerdem haben wir Hunger und du es gleich. Aber das ist kein Problem. Hier drinnen ist ja Essen ohne Ende. Und das brauchen wir uns nicht erschienen. So, jetzt können wir mit der Taste Ö. Da unten, seht ihr das jetzt gerade? Ich zeige gerade mit dem Finger drauf. Mit der Taste Ö könnt ihr da unten die Konsole öffnen. Dort könnt ihr sämtliche Sheet-Befehle eingeben. Meiner heißt jetzt zum Beispiel, also ich muss das ein bisschen ändern, tut mir leid, wartet. Weil da oben möchte ich das nicht machen. Wie gesagt, ich werde hier nichts speichern. Obwohl wir gleich mal kurz zu den LEDs fahren. Soll ich jetzt erst die LED holen und dann speichern? Warte mal. Wir holen erst die LED-Lampe und dann machen wir den Sheet. Ups, das war der falsche Eingang. Dann machen wir erst was Sinnvolles, speichern ab und dann cheaten wir. Man muss unbedingt vor Eingabe eines Sheets hier in dem Spiel das Spiel speichern. Sonst kann man eine mega Arschkarte haben und das Spiel stürzt ab und dann steht man da. Und dann ist alles kaputt. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Um Gottes Willen. Ich will die Community Base unbedingt ausbauen und möchte unbedingt, dass ihr da auch alle mit dabei steht. Ich habe heute so viele Nachrichten bekommen, das tut mir ja auch sehr gut, muss ich sagen. Also ich bin als YouTuber, halt als kleiner Furz, bin ich mega fasziniert davon, wie viele Leute da Interesse dran haben. Und das ist für mich einfach nur ein Riesenvergnügen, euch allen den Gefallen zu tun. Deswegen mache ich ja auch diese Spezialfolge hier, um Erlaubnisse zu bitten, sozusagen. So, jetzt müsste irgendwo das Wrack kommen. Ich kenne mich schon so gut aus. Wir sind total falsch. Wir sind total falsch. Oh, ein bisschen was essen und trinken. Okay, ich weiß. Biom teilt sich. Okay, ja, okay, hier. An dem. Hier müssen wir es lang hangeln. Da ruckelt es ein bisschen. Wie oft wir das schon außer Seen gefunden haben, ne? Aber wenn man sucht, dann findet man nicht. Ich hätte meine Markierung setzen sollen, ich hält. Dann wird es eigentlich eine ganz normal lange Folge heute. Ich habe hinten das Licht aus. Ihr seht, die Facecam ist wieder total in den Fritten. Ist voll die gute Logitech-Facecam, aber Fake-Cam. Facecam, aber macht trotzdem total schlechtes Bild. Ich weiß nicht warum das Licht. Aber nur bei Subnautica. Nur da. Ganz komisch. So, Wrack. Wo bist du, Wrack? Ich will diese komische LED-Lampe haben. Ob es eine Lampe ist oder was weiß ich, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Da ist es doch. Wir haben es. Boah, wie schön das aussah jetzt. Wie faszinierend. Also das Kommentar war ziemlich geil. Genau wo ich davon geredet habe, war ich 5 Meter davon weg. So ist das Leben aber teilweise, ne? Was will man machen? Und er sagte mir, es ist genau im Eingang. Scannbar. Ich weiß nicht, ob es hier drin ist oder da. Gesehen habe ich es noch nie. Sonst hätte ich ja gefunden. Wartet. Die toten Fische, die verwesen aber auch nicht, ne? Die Nacht bricht herein. Okay, 5 Meter davon entfernt. Würden ungefähr diesen Bereich hier abklären. Vielleicht gibt es bei mir das Ding ja auch nicht. Ich weiß es nicht. Oder hier drin. Mal auf. Muss auf den Scanner gucken. Was ein Geräusch. Ich liebe dieses Spiel. Ich muss es einfach nur sagen. Mag auch sein, dass 2 Bier aus mir sprechen, aber ich bin Feuer und Flamme. Hier ist nichts. Boah, wir sind mega am Verhungern gerade, sehe ich.
Aber irgendwie komme ich da nicht hinter. Vielleicht liegt es ja an dem Upgrade, dass ich es noch nicht sehen kann. Oder ich bin einfach nur blind. Dann schreibt mir noch mal in die Kommentare, ob ich es wirklich übersehe. Ich sehe es einfach nicht. Vielleicht existiert das bei mir ja nicht, weil ich habe ja einen alten Speicherstand, weil ich ja da mit der Community Base den Scheiß noch aus dem... Was heißt den Scheiß? Nicht Gottes Willen. Den... Also das alles noch erledigen möchte, bevor ich jetzt einen neuen Speicherstand beginne. Aber ich sehe nicht diesen LED-Stab. 48 Luft noch. Das ist einfach zu finster. Ich weiß es nicht. Okay, dann gehen wir, glaube ich, jetzt mal in Schienen über. Das sieht schon furchtbar genug an. Müssen wir erstmal in den Bosch wieder nach Hause fahren. Wir essen uns einmal satt und dann cheaten wir wie die Hölle. Wie gesagt, ich werde dann auch nicht speichern. Es wird dann sozusagen, die nächste Folge wird wieder genau das sein, wie wir diese Folge angefangen haben, weil ich ja nicht speichern werde, wegen den Cheaten. Wenn ihr jetzt sagt, das ist in Ordnung, sonst kommst du an den Kupfer nicht ran, du armer Trottel, weil sonst müsstest du den ganzen Tag hier rumfahren und Kupfer sammeln. Würde ich ja auch machen, habe ich ja auch schon. Ich habe ja schon einen halben Tag habe ich Kupfer gesammelt, mit Sicherheit. Okay, wir essen jetzt was und dann wird gescheatet. Aber nur in dieser Folge. Und wie gesagt, ich bitte um eure Erlaubnis, das so zu machen. Das, aber nur Kupfer, nichts anderes. Hier wird nichts anderes gescheatet. Und wir könnten uns alles erschienen, jetzt habe ich das. Mach den Schottenufter. Hier wollen wir nicht mehr rein heute. Wird ja eh nie gespeichert, also egal. Und dann machen wir uns mal satt, damit wir nicht verhungern. Und wir haben Fressen da, ohne Ende. Oh nein, wir müssen ihn einzeln essen. Mega, ne? Also das ist eine geile Base geworden, muss ich sagen. Also die Staffel 10 wird ein Sauhaufen. Die Staffel 10 wird ein Mega-Sauhaufen. Aber die wird definitiv spannend. Da könnt ihr einen drauf lassen. Um das hier alles zu machen, was wir dafür alles erledigen müssen erstmal. Die Hölle. Gut. 100, 100, 100. Boah, habe ich selten. Gehen wir zum Schieben. Wir haben jetzt das Kommando eingegeben. Ihr habt ja gesehen, wie ich es gemacht habe. Könnt ihr nochmal wieder rufen. Also ich musste diese Windows-Taste drücken, also F3 Windows-Taste, und dann konnte ich den ganzen Kram hier enablen und disablen. Jetzt haben wir die Taste Ö. Mit Ö geben wir zum Beispiel ein Spawn. Ne, was habe ich falsch geschrieben? Spawn. Jetzt kommt das, was ich brauche. Copper. 1000. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Und es ruckelt. Logisch. Habt ihr das gesehen? Seht ihr, was hier am Kupfer rumliegt jetzt? Das ist das, was ich brauche. Kupfer. Das wäre natürlich schöner bei helllichen Tag. Wann geht denn die Sonne wieder auf? Noch ein Jahr dauern. Jetzt ist der ganze Meeresboden mit Kupfer gefüllt und ich könnte Plaketten machen, bis ich nicht mehr weiß, wie ich heiße. Ne, Kupfer, 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 überall liegt Kupfer rum. Die Frage ist nur diese. Ich habe Cheaten. Ich hasse es wie die Pest. Es ist aber jetzt nur kein Cheaten, wenn ich jetzt mir das zur Hilfe nutze, weil es ein Early Access Spiel ist. Ne? Und ihr seht den ganzen Kupferbrocken hier rumliegen. Kann ich das machen oder kann ich es nicht? Ich möchte einfach so ehrlich sein und das mit euch teilen. Ich wünsche mir eure Kommentare. Das würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr das versteht oder sagt, nein, sammel das. So sieht das Spiel aus. Es sieht halt so aus. Ne? Wir können wie zum Beispiel nochmal Spawn. Copper 100. Ich glaube, es gibt nur 1000 und dann ist Ende. Aber wir können zum Beispiel Spawn
Titanium 1000. Macht er gar nicht. Hat er aber gerade bei mir gemacht. Verdammt nochmal, Vorführeffekt. Aber ihr seht, worum es geht, ist das Kupfer. Ja, und das liegt jetzt gerade hier wirklich vor unseren Füßen. Ich könnte Plaketten machen wie ein Bekloppter und müsste euch das ja gar nicht sagen. Ich könnte ja lügen und sagen, ich habe das alles gesucht. Aber das ist ja nicht mein Ding. Nein, Ehrlichkeit, transparent, das soll mein Kanal ja sein. Und deswegen schreibt mir in die Kommentare, ja oder nein, und ich bin zufrieden. Und ich sage an der Stelle, danke fürs Zusehen. Und hoffe, ihr seid zufrieden mit dieser kleinen, klitzekleinen Folge. Ich werde nicht speichern, ich werde einfach auf zurück zum Desktop drücken, dann ist das nicht gespeichert. Und diese ganze Geschichte ist nie passiert. Wir sehen uns in der nächsten Folge Subnautica. Bis dann.